Christian, was würdest du sagen, war die Chance deines Lebens in deinen bisherigen 34 Leben? Ja, also ich war vor ein paar Wochen bei Wer wird Millionär. Oh ja, aha. Und ich habe 500 Euro mit nach Hause gebracht. Das wäre die Chance gewesen, Millionär zu werden. Ja. Was ist passiert? Das hat nicht geklappt. Also ich bin auf den Stuhl gekommen, etwas, was ich mein ganzes Leben schon versucht habe. Ich wurde mein ganzes Leben zur Werbemillionär. Habe ich im Kopf ewig drauf vorbereitet. Dann war ich am Stuhl, habe Joker verballert, ohne Ende, wie so ein Vollhonk. Und dann war ich bei 16.000 Euro, hatte noch zwei Joker und habe gedacht, ich nehme jetzt den Publikumsjoker, das ist der, wo einer aufsteht. Da ist eine Frau praktisch aufgestanden und hat für mich sehr überzeugend dargelegt, warum es Antwort A oder B war. Ich so leichtgläubig, wie ich bin, ja, nehmbar. Die sieht nett aus, das ist bestimmt richtig. Und es war falsch. Und ich habe 15.500 Euro verloren in einer Sekunde. Oh. Ja. Die Frage ist, hättest du dich zum besseren Menschen gemacht, wenn du jetzt Millionär wärst? Nee, zum besseren Menschen nicht, aber zum reicheren. Ja, so. Okay. Ja wahrscheinlich. Ja, ich habe dich deswegen gefragt, weil der Typ, um den es heute geht, der hat nämlich auch die Chance seines Lebens gewittert, in dem Moment, als er die Leiche von Albert Einstein auf seinem Seziertisch liegen hatte. Von Kugel und Niere. Darwin gefällt das. Der History-Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte. Aber nach jedem Sprung ist er wohl ein Stück mehr davon überzeugt, dass seine Idee sehr gut ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit Anna Bühler und Christian Alt. Hier ist eine Tüte. Kannst du da mal bitte reinscheißen? Ich nehme ihn mit ins Labor. Natürlich macht er das nicht. Der sagt, hier ist ein Glas. Heute? Der Typ, der Einsteins Gehirn klaute. Haltet den Dieb, der hat Einsteins Gehirn. E ist gleich M mal C Quadrat. Ja. Das ist das, wofür man Albert Einstein kennt. Er ist ja auf jeden Fall unbestritten ein Popstar unter den Wissenschaftlern. Der Mann mit der Zunge. Er hat auf jeden Fall die Relativitätstheorie auf dem Konto. Er hat wahnsinnig viel vorgedacht. Fälschlicherweise geht man davon aus, dass er an der Entwicklung der Atombombe beteiligt war, was aber nicht so ganz so stimmt, wie man das oft liest oder hört. Und natürlich hat er die Serie The Big Bang Theory geschrieben. Eine Ikone, ja. Also wirklich ein Star und auch nicht jetzt nur danach. Also bis heute ist er ja wirklich so ein Typ, der für sehr, sehr vieles steht und von dem man sich gerne mal so ein Poster irgendwo hinklebt. Auch damals schon war er wirklich eine Ikone und ein Star. Das ist alles im Wikipedia-Eintrag von Albert Einstein nachzulesen oder sogar im Microsoft Encarta 96-Eintrag kann ich das alles nachlesen. Also bis hierhin nicht so viel Neues, verstehe ich. Was mich persönlich aber nicht wusste, ist, dass Einstein diesen ganzen Hype um sich und seine Person sowas von gehasst hat. Der fand das richtig scheiße und dass alle so ein Piece of the Cake von ihm wollten und dass Leute ihn bewundert haben, das hat ihn genervt. Er wollte, dass die Leute seine Arbeit bewundern, ja. Aber bitte nicht ihn so als Typen. So dieses Popstar-Dasein hat er nicht ertragen. Das zeigt sich an einer Sache ziemlich gut. Und zwar erfährt Albert Einstein irgendwann, dass er sehr krank ist oder dass er eine Medical Condition hat, die ihm das Leben kosten könnte. Und zwar wird entdeckt, dass Albert Einstein ein Aneurysma an der Aorta hat. Einstein hat diese Vergrößerung der Aorta im Bauchraum. Und die Ärzte sagen dann, hey, das könnte platzen, daran könnten Sie, wahrscheinlich hat man Einstein gesiezt, ne? Hey, Mr. Einstein. Ja, aber auf Englisch ist der You. Ah, ja, stimmt, ja, genau. Ja. Also, es kann sein, dass du daran stirbst. Und Einstein sagt dann, ich möchte gar nicht behandelt werden, lass es kommen. Wenn ich daran sterbe, dann soll es so sein. Also, er hat tatsächlich die Möglichkeit quasi zu entscheiden, was auch nach seinem Tod mit ihm passiert. Der Tod, er weiß, es steht irgendwie vor der Tür, es könnte tatsächlich jederzeit passieren. Und er sagt dann, ich möchte kein Grab. Ich möchte nicht irgendwo begraben werden, wo irgendwie Leute dann so mich nochmal feiern oder irgendwie so ein Hype entsteht. Also kurz gesagt, kein Père Lachaise oder sowas für ihn. Dieser berühmte Pariser Friedhof, auf dem alle Superstars liegen. Noch nie gehört. Echt nicht? Nee. Da liegt Jim Morrison und da liegt auch, also Jim Morrison liegt da. Und wenn man weitergeht, dann kann man zum Grab von Jim Morrison. Einstein sagt, ich habe keinen Bock auf ein Grab. Ich habe keinen Bock, dass nach meinem Tod nochmal ein Hype um mich entsteht. Ich will verbrannt werden, meine Asche soll verstreut werden, sodass es keinen Ort gibt, an den irgendwelche Fans danach noch pilgern. Das ist wichtig zu wissen, dass er eingeäschert werden möchte, dass er nicht will, dass danach noch irgendwas mit seinem Körper passiert, weil es kommt genau anders. Albert Einstein stirbt tatsächlich relativ bald nach dieser Diagnose, nämlich am 18. April 1955.
Es passiert so, dass sein Körper verbrannt wird, im Delaware River verstreut wird, das ist bei Princeton, nur eben nicht sein ganzer Körper. So ein, es gibt noch so einen Teil davon, den gibt es auch noch bis heute. Also, ich sag's aber jetzt auch schon mal, es wird so ein bisschen creepy, ich habe die Story wirklich anfangs nicht geglaubt und ich find's immer noch unfucking fassbar, was passiert ist. Ich erzähle dir heute die Geschichte von Thomas Harvey, aka der Mann, der am 18. April 1955 Einsteins Gehirn klaut. Geil. Und dann 40 Jahre nicht wieder hergibt. What? Also, nee, das ist mein Gehirn. Das ist mein Gehirn. Und ohne einen ganz besonderen Mann wäre das Gehirn wahrscheinlich auch nie wiedergefunden worden, nämlich ohne ihn hier. I don't know what would have happened if I had not undergone my investigation, but my finding Einstein's brain, if you want to call it that, sort of triggered a new era for Einstein's brain, let's say. Das ist Stephen Levy und ihr habt schon gehört, er ist quasi der Typ, der sich auf die Suche nach dem Gehirn von Albert Einstein gemacht hat. Es hat für ihn einiges verändert, es hat aber auch irgendwie für das Gehirn von Albert Einstein einiges verändert, wie er erzählt. Er ist Journalist und er ist damals wirklich hautnah dabei, als diese Geschichte aufgedeckt wird. Wie genau das passiert ist, dazu kommen wir gleich noch. Thomas Harvey hat Einsteins Gehirn nach dessen Tod geklaut, also und tatsächlich einfach gehortet, wenn man so will. Und zwar 40 Jahre lang. Wahrscheinlich hast du viele Fragen an dieser Stelle. Ich habe sehr, sehr viele Fragen. Okay, wer ist der Typ, ist die wichtigste Frage. So, wie kommt er an sein Gehirn? Wie klaut man ein Gehirn? Ja. Wie behält man ein Gehirn 40 Jahre frisch? So, warum dann gibt es zurück 1995? Hat es mit der Encarta zu tun? Wir haben sehr, sehr viele Fragen. Was haben die Illuminaten? Genau. Ja, es gibt viele Fragen und wir werden alle diese Fragen, die du gerade hast, in dieser Folge beantworten. Das kann ich wirklich versprechen. Und fangen wir damit an, wie kam dieser Thomas Harvey an das Gehirn von Albert Einstein? Also, 18. April 1955. Thomas Harvey ist 42 Jahre alt. Er ist studierter Mediziner. Er war auf Yale in Connecticut, hat da Medizin studiert, landet dann zum Arbeiten aber eben in Princeton, am Princeton Hospital, als Pathologe. Könnte schlechter laufen für ihn. Könnte schlechter laufen für ihn. Ist tatsächlich eine ganz okay Karriere. Und das Princeton Hospital ist wegen des Orts logischerweise auch das Krankenhaus, in dem Einstein eingeliefert wird. Kurz bevor es ihm wirklich sehr, sehr schlecht geht, dann erliegt er dort auch seinen inneren Blutungen und er kommt eben postmortem quasi auf eine Bahre in die Pathologie. 8 Stunden nach dem Tod soll nämlich die Leiche von Einstein obduziert werden. Es ist ja einigermaßen klar, was passiert ist. Trotzdem muss natürlich bei so einem berühmten Typen irgendwie klar sein, was die Todesursache war, bevor man ihn... Könnten ja auch die Russen gewesen sein. Ja, stimmt. Das ist Kalter Krieg. Es könnten auch die Russen gewesen sein, 1955. Einfach so ein Genie mal ausmerzen quasi. Ja, so bevor der denen jetzt irgendwie noch so ein Stargate herbeizaubert, weil er so schlau ist. Und dann sind die Amerikaner irgendwann auf dem Mars oder so. Oder nicht mit uns! Nicht mit uns! Bring den Typen den um. Den machen wir mal, zack! Ja, genau. Who knows? Ja. Ja. Aber stellt sich recht schnell aus bei der Obduktion. Einstein ist tatsächlich an diesem Aneurysma gestorben. Er ist seinen inneren Blutungen erlegen. Harvey untersucht also die Leiche und verifiziert diese vermutete Todesursache. Aber bei dieser Feststellung belässt er es nicht. Er gräbt weiter rum an und in Einstein. Und als er das rumschneidet, denkt er sich so... Das ist ja schon eigentlich krasser Typ, der hier liegt, ne? Da wird er ein bisschen nervös auch so. Ui, das ist Albert Einstein. Der war ja mega schlau. Jetzt habe ich eine Chance, der liegt hier, guckt gerade keiner. Ich könnte ja vielleicht die Person sein, die rausfindet, warum der so schlau war. Wo ich dafür hingucken müsste, wäre halt in seinem Kopf. Weil da ist ja wahrscheinlich das Genie, ne? Also schneidet er den Kopf von Albert Einstein auf, entnimmt das Gehirn, wiegt es erstmal 1230 Gramm. Ist es viel oder wenig? Also der Durchschnitt bei Männern ist 1400. Also ein leichteres Gehirn. Mhm. So, so. So, so, aha. Kombiniere, kombiniere. Ja. Sag mir nichts. Kombiniere, kombiniere. Egal. Ich notiere, egal. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, weiter. Next.
So, das hat er dann gemacht, dann tut er es wieder irgendwie zurück. Dann füllt er so einen kleinen Behälter mit Formaldehyd. Es gibt sogar Gerüchte, die sagen, das war nicht nur einfach ein Behälter, sondern das war seine Lunchbox. Oh! So, Formaldehyd rein, dann das Gehirn da rein, tut das alles in seinen kleinen Rucksack, in seine Aktentasche, ich weiß es nicht, macht das Licht aus und geht einfach nach Hause. Rein ins Petermobil, zack. Und dann quietschende Reifen. Ja. Es gibt ja auch keine Polizei, die jetzt da irgendwie sagen würde: Haltet den Dieb, er hat Einsteins Gehirn. Ich habe dir eine Sache noch nicht erzählt, er hat nicht nur Einsteins Gehirn, er hat auch seine Augen. Die tun er sich so, weißt du, so an den Rückspiegel. So baumeln die. Mach er nicht. Das ist so wie dieses, als würde er jetzt irgendwie Futurama nachbauen wollen. so ein Tank und da ist ein Gehirn drin. Und irgendwann erwecke ich das wieder zum Leben oder so. Was natürlich total klar ist, relativ schnell, ich will sagen fast am Tag drauf, merkt man natürlich, dass es in diesem Krankenhaus, dass da was fehlt. Natürlich. Also. Es ist halt einfach weg. Und das gesamte Krankenhaus, inklusive auch Einsteins Familie, weiß natürlich sofort Bescheid. Irgendwer hat ja dieses Gehirn genommen und es ist einfach weg. So. Und dann stelle ich es mir vor wie so eine Telefonkette. Harvey? Wir haben da so eine Sache. Ich weiß auch nicht, ob du irgendwas davon weißt oder so, aber kann es sein, dass du vielleicht Einsteins Gehirn bei dir zu Hause in der Lunchbox hast? Kann das sein? Ich will dir auch nichts unterstellen. Also so rumtänzeln. Nee, also so. Harvey? Princeton Hospital hier. Alles klar? Ja. Ich meine, das ist jetzt total absurd, aber kann es sein, dass du das Gehirn von Einstein dabei hast? Harvey so. Und dann irgendwann Harvey so. Ja, okay. Ist ja anscheinend aufgefallen. Was mache ich jetzt? Okay, ich frage mal einfach vielleicht bei der Familie von Einstein, ob ich das vielleicht einfach behalten darf. Also, weil er hat keinen Bock, das zurückzugeben. Und hier merkt man natürlich schon, der Typ, der riecht den Kuh, ja? Also, der hat es geschafft, das Gehirn einer der schlauesten Menschen dieser Erde und seiner Zeit vor allem irgendwie in seiner scheiß Lunchbox aus dem Krankenhaus rauszunehmen. Und jetzt denkt er, wenn er es schafft, zu erklären, warum dieser Typ so verdammt schlau war, was ihn von anderen Menschen unterscheidet, was sein Gehirn von anderen normalen Gehirnen unterscheidet, dann könnte er halt wirklich der Mediziner des Jahrtausends werden. Er hat ein Geheimnis gelüftet, ein Menschheitsgeheimnis gelüftet. Und das will er natürlich. Er will der Man sein. Ist das eigentlich ein Straftatbestand, dass man irgendwie sagt, okay, Diebstahl von Körper... eigenen Dingern? Im Moment noch nicht, weil der nächste Move, den Harvey bringt, ist eben Einsteins Familie zu fragen. Also, der ruft jetzt quasi an beim Sohn von Albert Einstein, bei Hans Einstein, und fragt einfach, ob er das nicht behalten darf. Und der Sohn von Einstein gibt ihm tatsächlich, wenn auch widerwillig, dieses Einverständnis, dass er es haben darf. Also ich glaube, damit ist auch erstmal aus dem Weg geräumt quasi die Frage, ist das jetzt illegal oder nicht, weil er hat quasi von der Familie erstmal die Erlaubnis bekommen. Aber die Voraussetzung, die Hans Einstein verknüpft, ist, dass er sagt, ja, du darfst es behalten, du bist ein Freak, kannst es aber trotzdem behalten, aber bitte, alles, was du rausfindest, musst du publizieren. Also behalte nichts für dich, mach keine Scheiße damit, wenn dann wirklich nur, um wirklich der Öffentlichkeit eine Erkenntnis zu geben. Mhm. Und dann ist das für mich okay. Das heißt, für die Einsteins Familie ist das jetzt quasi geklärt. Die sagen so, okay, der publiziert ja auch irgendwann. Und irgendwann wissen wir auch wirklich, was mit unserem Vater so anders war als mit anderen Menschen. Das Krankenhaus allerdings, vor allem Harveys Chef im Princeton Hospital, sagt nach wie vor, dicker, ungeile Aktion, bring's mal zurück. Harvey wehrt sich. Es kommt irgendwie schon zu einem Disput. Es ist klar irgendwie, wenn er es nicht zurückbringt, dann wird es wirklich Konsequenzen geben. Und diese Konsequenzen gibt es. Harvey wird gefeuert. Zu Recht. Finde ich auch. Also da habe ich jetzt an der Stelle kein Mitleid. Der kann ruhig weg, der Harvey. Es ist tatsächlich auch so, also Harvey wird gefeuert. Wir sind jetzt immer noch im Jahr 1955. So, und jetzt machen wir einen Zeitsprung und auch einen Ortswechsel. Wir gehen ins Jahr 1978, mehr als 20 Jahre später. Ne, das Ereignis war ja 55. Jetzt eben rund 20 Jahre später. Wir sind in New Jersey. In New Jersey lebt Stephen Levy. 1978 ist er junger Journalist da, Reporter für so ein lokales Blatt, für den New Jersey Monthly, also
weiß ich nicht, so mittelbedeutendes monatliches Blatt eben. Aber es war die Zeit, wo man noch mit so richtigen grindigen Jobs sehr, sehr viel Geld machen konnte. Es ist so die Zeit, wo Print noch echt was wert war. So, auch selbst wenn das nur das New Jersey Monthly war, wahrscheinlich konnten die dem ein halbes Jahr Recherchereise für irgendwas zahlen eigentlich. Und dann, das kriegen die schon hin. Ja, pass auf. Also, Stephen Levy, der ist aufstrebender Redakteur am Anfang seiner Karriere. Er arbeitet gerade 2-3 Jahre, ist Mitte, Ende 20 und arbeitet eben bei diesem New Jersey Monthly. Und jetzt kann man sich natürlich zu Recht fragen, okay, was hat irgendein monatliches Magazin aus New Jersey mit dem Gehirn von Albert Einstein zu tun? Das hat Stephen Levy mir selber erzählt. We always look for interesting stories with a New Jersey angle. We were based in Princeton, so Einstein in a way had been in our backyard. And the editor came to me and said, I want you to find Einstein's brain. And he assigned it to me and said, by the way, I want to write it for our August cover story. You know, so I had like less than 2 months to find the brain. Also dieser Chef von Levy, dieser Editor, der kommt eigentlich erst zu ihm, weil er selber völlig besessen ist von dieser Geschichte und vom Gehirn von Albert Einstein. Er hat das irgendwie in einer Biografie gelesen, dass das Gehirn verschollen sein soll und er will es jetzt unbedingt wiederfinden. Und Levy, dieser junge Redakteur, bekommt eben jetzt den Auftrag und hat nicht mal 2 Monate Zeit dafür. Wir beide arbeiten in der Redaktion, wir wissen, wie sowas läuft. Da kommt dann irgendwann so der Chef zu dir, setzt sich so mit einer halben Arschbacke neben dich auf, ne? Und sagt, auf den Tisch. Nee, der sagt dann, du, ich hab mal einen Anschlag auf dich vor. Ja. Oder? So ja, ist ja, das genau. Dann. Ja. Genau. Also Stephen Levy hat jetzt eine Vermutung, wer das Gehirn hat, aber er hat ja keinen Plan, wo sich dieser Thomas Harvey auffällt. Und wir sind immer noch in der Zeit, wo es kein Google gibt, wo es kein Facebook gibt. Was macht man da? Klar, da ruft man einfach die Auskunft an. I was able to call what was known as directory assistance. Back then, if you dialed the numbers 411, you could get a human being to look up a phone number for you and say, you know, here's a name and an address and what's the phone number? They gave it to me and I called that number and reached Dr. Harvey, who again was very evasive. He really wouldn't tell me much. And I just said, well, let me come visit you and we'll talk more. And before he could say no, I was on a plane to Wichita. Ja, er erzählt es hier so, ne? Also Stephen Levy, also damals hat man einfach die Auskunft angerufen, dann sagt man den Namen, Thomas Harvey bitte, und dann gibt einem die Auskunft die Nummer von diesem Typen. Und genau das passiert, Harvey geht dann auch sogar ans Telefon, ist aber im ersten Telefongespräch mit diesem Reporter, der jetzt so neugierig ist, etwas ablehnend, erzählt Stephen Levy hier. Trotzdem hält es ihn nicht davon ab, diese Geschichte fertig bringen zu müssen, also steigt er ins Flugzeug nach Wichita. Werbung. Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht. Am Ende des Jahres, ne? Also die Tage werden kürzer, es wird wieder kälter draußen. So langsam kommt so ein kleiner November-Blues in mir auf. Werde ich manchmal so ein bisschen melancholisch und denke, hey, es ist alles gerade auch ein bisschen too much. Es ist gerade aber auch wirklich alles too much. Also ich meine, du kannst die Nachrichten nicht aufmachen, ohne echt traurig zu werden. Also so Klimakrise stapelt sich auf Inflation, stapelt sich auf Kriege. Ja. Ja. Alles ist furchtbar, das stimmt. Und das Schlimme ist, dass auch irgendwie alles gleichzeitig passiert. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Ja. Und ich glaube, dass der Podcast, den wir heute vorstellen, dieses Gefühl, das ich so tief in mir drin habe, so ein bisschen besser beschreiben kann. Denn der Podcast heißt Schmetterlingseffekt und ist vom Deutschlandfunk, ein Storytelling-Podcast. Der eröffnet nämlich neue Perspektiven auf die Krisen unserer Zeit. Genau, dieser Podcast, der erzählt von Menschen, die in ihrem Leben die Zeitenwende spüren. Also das können kleine Momente sein, die aber für viele eine große Wirkung haben. Aus diesen Geschichten von den ProtagonistInnen wird dann aber auch immer so das größere Bild, the bigger picture, abgeleitet. Also schon eine gesellschaftliche, vielleicht sogar weltpolitische Dimension, vor der sich das Ganze abspielt. Und die Geschichten zeigen, auch dein Leben, also das Leben der HörerInnen, hängt irgendwie mit allem anderen zusammen. Ich bin total gespannt auf diesen Podcast. Den Podcast Schmetterlingseffekt vom Deutschlandfunk findet ihr jetzt in der kostenlosen DLF Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Infos und Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Da lebt nämlich der Thomas Harvey mittlerweile. Muss ja auch vorstellen, so die erste große Story von diesem Stephen Levy.
seine Redaktion ist das erste Mal so, dass sie sagt, okay, wir bezahlen dir einen Flug. Er so, oh mein Gott, ich darf fliegen. Yes. Es ist alles einfach krass. Meine Hose wäre gestrichen voll an seiner Stelle. Ich glaube, bei ihm war es auch so, dass er richtig nervös war. Er landet dann am Morgen in Wichita. Es ist ein regnerischer Tag. Er ist auch einigermaßen aufgeregt. Er nimmt sich dann ein Taxi und fährt zu Thomas Harvey. It was a Saturday. He worked in a medical lab. When the lab was closed, I was knocking on the door of the medical lab to see Dr. Harvey. Well, he seemed very gentle, very polite, a gray-haired man. You know, he wore a lab coat and one of those pens in the, jacket pocket with it. He could write in three colors. Als Stephen Levy also vor seiner Tür steht, ist Thomas Harvey dann doch eigentlich recht freundlich zu ihm. Er steht da, ist ein netter Typ, hat so ein T-Shirt an, einen Kulli in drei Farben oben drin stecken und er bittet ihn tatsächlich herein. Und dann stehen die beiden eben so vor dem Labor und, Labor ist vielleicht so ein bisschen übertrieben, vielleicht das falsche Wort, weil Thomas Harvey, wo der jetzt arbeitet, das ist ein deutlicher Rückschritt von der Pathologie in so einem großen Krankenhaus, wo es vielleicht ein bisschen fancier ist. Es ist eher, ich stelle es mir vor, wie so ein Labor, wo man so einen Allergietest macht oder sowas. Aber Stephen Levy beschreibt so. This was a lab that would process your blood tests and things like that. He led me to his office. There was no one else in the lab. There were just these machines and desks. And his office was sort of a glass walled in area towards the back. And the office was a little metal desk and some shelves with stacks of papers on it. In a chair with some cardboard boxes behind it. Also ein einfaches Labor, dahinter einen Gang durch, gibt es ein einfaches Büro, wo er sitzt an einem Schreibtisch mit so gestapelten Dokumenten drauf, Glaselementen, hinter ihm so Kartons, in denen Sachen lagern. Relativ Understatement, würde ich mal sagen. Ja, und dann setzt sich dieser Reporter Stephen Levy mit Thomas Harvey in sein Büro und sie sprechen darüber, was eigentlich passiert ist seit 1955. Was ist passiert, nachdem dieser Mann von der Bildfläche verschwunden ist? Ich sitze auf der Stuhlkante. Willst du es wissen? Zurück in die 50er. Harvey wird beim Princeton Hospital gefeuert, das wissen wir ja schon, weil er sich eben weigert, das Gehirn zurückzubringen. Und dann denkt er sich halt, wenn jetzt also mein Arbeitgeber, dieses Krankenhaus, dagegen ist, dass ich hier meinen Geniestreich vollbringe, dann mache ich es halt selber. Die Augen übergibt er dann in der Zwischenzeit an den Augenarzt. Irgendwie weiß ich auch gar nicht, was ich damit machen soll. Hier, nimm du mal. Die habe ich dann dazu gekriegt. So wie am Fischmarkt. Da. Komm, her, kriegst das Gehirn von Einstein. Und komm, die Augen kriegst du jetzt noch dazu. Ja. Hier sind noch die Augen. Hier sind die Augen, du. Ja, das Gehirn bringt er dann nach Philadelphia. Da gibt es nämlich einen Spezialisten und von diesem Spezialisten lässt er sich das Ding zerteilen in 200 kleine Stückchen und Scheiben. Das braucht man natürlich, um das irgendwie so zu untersuchen. So viel weiß er. Das ist ein Arzt namens Dr. Zimmermann und dem lässt er auch ein paar Teile da, so als Merci, gell? Hier, nimm ruhig drei, passt schon. Drei für mich, fünf für dich. Super, wird den auch hat. So, und den Rest nimmt er wieder mit. Und dann taucht Harvey eben ab. Hier verliert sich die Spur aus der Öffentlichkeit. Grund ist tatsächlich, dass das Leben von Thomas Harvey in dieser Zeit ganz schön durcheinander gerät. Er ist ohne Job, wurde ja gekündigt. Seine Frau trennt sich bald von ihm. Ich frage mich gerade. Es gibt verschiedene Dinge, die Männer in der Midlife-Crisis so machen. Entweder kaufen sich ein geiles Auto, holt sich eine 20 Jahre jüngere Freundin oder man klaut das Gehirn von Albert Einstein. Das ist die Wahl. Genau. Welcher Typ Mann bist du? Ich wäre auf jeden Fall Letzterer. Ja, aber es ist tatsächlich so eine Midlife-Crisis, kann man nicht anders sagen. Ja? Also die Ehe geht in die Brüche. Er will dann auch weg aus Princeton, er will also einen harten Cut und zieht eben damals nach Wichita, also da, wo ihn Stephen Levy dann auch auffindet. Ne? Führt so ein unauffälliges Leben in einem kleinen publigen Labor, Versuchslabor ist es wohl. Und er hat das Gehirn halt wie so ein Kanarienvogel immer dabei. So. Nimmt das dann mit in unterschiedlichen Gefäßen tatsächlich, also manchmal in einem Mayonnaiseglas. Nein. Dann manchmal in so einer Box. Dann irgendwie hat das anscheinend auch in so einem ganz normalen, in so einem Einmachglas. Also er schenkt diesem Gehirn immer wieder neue Zuhauses. Boah, ja. Der arme Albert Einstein.
Der wollte verbrannt werden, Mann. Und dann kommt dieser Wichser, klaut ihm sein Gehirn und dann, also ich bin jetzt nicht wirklich religiös oder glaube ans ewige Leben oder so, aber stell dir vor, das Einzige, was dir noch bleibt, irgendwie um ins Himmelreich aufzufahren oder so, wäre, dass dieses Gehirn mal jetzt weg ist. Aber nein, du bist da so gefangen in so einer Box drin. Aber immer, zumindest sagt das Thomas Harvey, im Dienste der Wissenschaft. Das ist so seine Motivation. Hey, ich gebe den Leuten ja was. Ich habe es zwar jetzt die letzten 20 Jahre nicht geschafft, mach das aber. Und dann wissen alle viel mehr. Sagt er, zumindest rechtfertigt er das so. Gehen wir aber zurück in die Situation, ne? In dieses Büro von Thomas Harvey, in dem jetzt der junge Journalist Stephen Levy sitzt, der ihn interviewt. Und immer mehr erfährt über das, was eben im Geheimen passiert ist nach dieser Kündigung, nachdem er von der Bildfläche verschwunden ist, dieser Harvey. Er findet alles raus und natürlich sitzt er irgendwann da und sagt so: Okay, letzte Frage. Also du hast das Gehirn immer dabei? Ja. Ist es hier? Klar. And he got up from his desk and he walked around behind me and to those cardboard boxes. And he reached down and pulled out what looked like two giant mason jars. And he put them back on his desk. And one had these things that looked like spongy cubes. You know, they were sort of like fixed in some solidifying material. And the other had some things that were definitely brain-like substances. You could tell it was organic material. And he said, yeah, well, there's Einstein's cerebellum and this is the brain matter here. And I was looking at Einstein's brain. Also, der Typ nimmt tatsächlich einfach so ein Weggläser aus dem Regal, stellt die auf den Tisch. Stephen Levy beschreibt sie ja so, dass man schon irgendwie erkennt, okay, das ist tatsächlich, sieht aus wie ein Gehirn, es sieht irgendwie aus wie was Organisches. Und er stellt so auf den Tisch und sagt so, yo, das hier ist übrigens Einsteins Kleinhirn. Also es muss ein wahnsinniger Moment gewesen sein. Und nochmal, dieses Glas oder diese zwei Einweggläser, die standen einfach so in diesem Regal hinter ihm. Dann sagt er so, Wissenschaft! Guck! Guck rein! Ja. Ich denke da richtig viel drüber nach. So die ganze ich tue es mal kurz wieder zurück. Wenig überraschend, Stephen Levy ist erstmal völlig sprachlos. It was amazing. I mean, to realize that this was the brain matter that came out with these theories that changed civilization. And maybe it was because it was sort of the build-up for me, but it was like a kind of a rush. You know, I don't want to say a religious experience, but certainly, you know, it blew my mind to look at this and realize that that's what it was, you know, and that I completed my quest. Also Stephen Levy ist völlig überfahren von dieser Situation. Er sagt, ja, es ist jetzt nicht direkt eine religious experience, also irgendwie so ein religiöses Moment, wo man etwas sieht, was man in seinem Leben noch nie zuvor gesehen hat und wie so eine Erscheinung hat. Aber so ein bisschen fühlt sich das dann doch für ihn so an, weil er hat seine Aufgabe geschafft, er hat dieses Gehirn gefunden und es steht jetzt einfach vor ihm wie etwas, ja, von irgendwo hergesandtes. Also für ihn war es auf jeden Fall einer der großen Momente seiner Karriere. Im August 1978 erscheint endlich sein Stück in der Zeitung im New Jersey Monthly mit dem Titel »My Search for Einsteins Brain«. Er macht's auf die Titelseite und ohne Stephen Levy würden wir diese Geschichte heute nicht so kennen, wie sie war. Also wir hätten nicht gewusst, was mit diesem Gehirn passiert ist. Ohne Stephen Levy hätte es aber auch nicht den Hype gegeben, der nämlich jetzt kommt. Plötzlich weiß die Öffentlichkeit so, Moment mal, das Gehirn war für immer verschollen und irgend so ein Dude hat es irgendwann mal mitgenommen in einem Mayonnaiseglas und in der Lunchbox und jetzt ist es plötzlich wieder da? Du kannst dir vorstellen, was da los war. Das war in jeder Late-Night-Show. Stephen Levy musste in jedem Radiosender Interviews geben. Es ist wirklich... In jedem Podcast. In jedem Podcast musste er einmal sogar auftauchen. Der war sogar bei Eva Schulz. Der war bei Matze Hilscher. Der war bei... Lanz. Bei Lanz, genau. Und wie hat sich das angefühlt für Sie, als Sie da bei Thomas Harvey saßen? Und das ist, meine Damen und Herren, eine wirklich unterhaltsame Geschichte. Stephen Levy. Ja, so wäre das heute und ungefähr war es auch so damals, 1978. Dieser Artikel bedeutet einen krassen Hype um diese Story. Es bedeutet aber natürlich auch für Harvey plötzlich
extremen Druck, weil ja plötzlich alle wieder wissen, scheiße, der Typ hat das immer noch. Und es gibt dann auch so Szenen, dass irgendwie Journalisten vor seinem Labor campen und jetzt rausfinden wollen, was denn jetzt passiert. Und dann kommen auch natürlich wieder diese alten Versprechen hoch, die er ja dem Sohn von Albert Einstein gegeben hat, nämlich im Dienste der Wissenschaft etwas publizieren, bla bla bla. Und dann so, hey, wann machst du das denn endlich, Mann? Und der Mann ist inzwischen 65, oder? Ja, so, ja. So, ich wollte noch wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Es ist so traurig. Also es ist so, also dass man diese Familie nicht in Ruhe lässt. Furchtbar. Ja, und dann ist tatsächlich eben dieser Druck da. Und die Öffentlichkeit sagt, hallo Thomas Harvey, knock knock, wann ist es denn soweit? Und Thomas Harvey so, in einem Jahr. Das sagt er die nächsten 20 Jahre lang. Weil Thomas Harvey hat ein großes Problem. Jetzt kommt der Plot-Twist. Er hat keine Ahnung von Gehirn. Er ist halt so. Okay, jetzt nehme ich es nochmal aus dem Regal. Jetzt mache ich mal da so eine Taschenlampe drauf und guck mal. Warte, guck mal, ob es so ein Ypsef dazu mal was gab. Also Urzeitkrebse mal da reintun und dann gucken, was passiert so. Hier nichts. Fuck. Und das ist sein großes Problem. Der Mann hat Medizin studiert, ja. Der Mann ist Pathologe, ja. Er war auf Yale, okay. Aber von Neurologie hat er halt so viel Ahnung wie jemand, der nicht Neurologie studiert hat. Also im Battle Gehirn untersuchen, Thomas Harvey und ich werden auf demselben Level ungefähr. So practically, ja. So ungefähr. Ja. Du wärst wahrscheinlich auch irgendwie auf die Idee gekommen, das mit irgendwas mit Wasser und Salz oder so einzulegen. So weit war er auch. Schön pökeln. Pökelhirn. Ja. Ja. Also, er wusste nicht wie und das ist sein großes Problem. Und deswegen hat Harvey selber auch nie was Wirkliches über Einsteins Gehirn rausgefunden. Das ist so traurig. Ich muss mir gerade kurz das T-Shirt vors Gesicht schieben. Weil er mir auch so, ich schäme mich so für ihn. Ja, er hat nichts rausgefunden, aber wenigstens andere. Also er hat ja brüderlich und schwesterlich geteilt, haben wir ja schon erfahren. Er hat immer so eine Scheibe dagelassen, wenn er irgendwo war. Ich mache einen kurzen Exkurs von ein paar Leuten, die wenigstens ein bisschen was rausgefunden haben über Einsteins Gehirn, nachdem sie es dann von Harvey bekommen haben oder Stücke davon bekommen haben, damit die Geschichte so ein bisschen Sinn hat. Damit wir nicht komplett lost sind und hier denken so, was für ein komplett crazy Typ klaut ein Gehirn und die arme Familie, der arme Einstein. Und danach ist es irgendwie da wie so ein Ausstellungsstück und es ist eigentlich nichts damit passiert. Deswegen finde ich es irgendwie wichtig, jetzt einmal zu sagen, es gibt ein paar Leute, die wenigstens ein bisschen was rausgefunden haben. Die erste ist Dr. Marion Diamond, 1984 schon. Da bekommt die so eine zuckerwürfelgroße Portion von Thomas Harvey zugeschickt in einem Mayonnaiseglas. Und die denkt sich so, oh Mann, Bruder, was ist los? Und sie konnte dann sehen, wahrscheinlich war das Verhältnis von Neuronen und Gliazellen bei Einstein so ein bisschen anders als in anderen Gehirnen. Ganz kurz, Gliazellen sind sowas wie Zellen, die sich um die Neuronen drum wickeln und für Isolation der Neuronen sorgen. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht wissen, aber im Grunde sind es auch Zellen, die das Gehirn damit Nährstoffen versorgen oder die Neuronen mit Nährstoffen und Flüssigkeit versorgen. Und die findet eben raus, Einstein hatte wahrscheinlich ein paar mehr Gliazellen als durchschnittliche Gehirne. Das Problem ist immer bei allen Forschungen, die Leute jetzt machen und eben auch bei dieser Frau Diamond, dass dieser Harvey das Gehirn so scheiße konserviert hat, dass damit eigentlich nicht mehr wirklich viel anzufangen war. Das heißt, alles, was sie rausfindet, ist immer unter dem Vorbehalt, hey, das wurde nicht artgerecht gehalten. Deswegen kann ich das jetzt nur so vage sagen. Der nächste, der was rausfindet, ist Britt Anderson, 1996 an der University of Alabama, findet raus, dass Einstein im präfrontalen Kortex genau gleich viele Nervenzellen hatte wie ein normales Gehirn, aber die sind dichter beieinander gewesen bei ihm. Also vielleicht irgendwie so konzentrierter. Das heißt also, vielleicht konnte er Informationen schneller verarbeiten als Durchschnittsgehirne. Und Sandra Whittleson findet raus, dass der Teil des Gehirns von Albert Einstein, der zuständig ist für räumliches Denken und für mathematisches Verständnis, dass der vielleicht ein bisschen breiter gewesen ist als bei anderen Menschen. Und Thomas Harvey findet nichts raus. Und Thomas Harvey denkt sich, ich schneide einfach hier nochmal ein Stückchen ab und rühre es mal in die Pflaumenmayonnaise. Keine Ahnung. Kann ich dir eine Interpretation dieser Geschichte anbieten, die ich mir gerade überlegt habe, vor 3 Sekunden. Ja. Ich habe den Eindruck, das ist so eine Geschichte, die würde A, heute nicht mehr so passieren und die zeigt uns irgendwie, wie die Wissenschaft
früher funktioniert hat. Also erstmal haben wir dieses krasse Genie, ja, mhm. Albert Einstein. Es gab damals einfach so einen Genie-Kult, wenn du ja auch anschaust, wie früher irgendwie Nobelpreise verteilt wurden. Das war dann immer so, der Mann, der das rausgefunden hat. Wenn du heute Nobelpreise dir anschaust, ist es so, das Team aus 10 Forschern in 5 Ländern, die eine kleine Sache rausgefunden haben. In dem hintersten Teil einer Zelle. Und bei Dunkelheit macht die das und das. Genau, Wissenschaft funktioniert heute total kollaborativ. Es funktioniert total miteinander verschränkt im Team. Es gibt diesen, was ich total gut finde, es gibt diesen Genie-Kult nicht mehr, weil Genies existieren, ja, auf der einen Seite jemand wie Albert Einstein, auf der anderen Seite hast du dann aber so Leute, die denken, sie wären schlau, wie Thomas Harvey, die dann denken, hey, wenn das einer rausfindet, dann bin ich das. Und hast diese ganze Ego-Scheiße, die nur dazu führt, dass das schlecht konserviert ist, dass er die Wissenschaft behindert hat und dass jetzt heute dann nichts wirklich rausgefunden werden kann, weil er seine Ego-Nummer da fahren wollte. Und das würde heute, glaube ich, nicht mehr so passieren. Ja. Und genau das ist tatsächlich das Problem, was diese Geschichte beschreibt. Ne? Also Personenkult in vielerlei Hinsicht. Einmal dieses, dass es diesen Einstein gab, der kein Star sein wollte, der aber von anderen so hochgejazzt wurde oder immer so als eben Person hochgejazzt wurde, aber nicht für seine Arbeit so auch, aber nicht so sehr geschätzt wurde, wie er es gerne gehabt hätte. Und dann eben Leute, die da drauf aufspringen wollen auf diesen Zug, um vielleicht auch so ein kleiner Einstein zu sein. Das ist so ein Trittbrettfahrer, wirklich. Es ist genau das. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Harvey das alles gemacht hat, um eben diesen Fame zu haben, um dieser Mann zu sein, dem der Coup gelungen ist, der Einstein erklärt. Hey, das bin ich. So, E ist gleich mal C Quadrat, aber E ist gleich mal C Quadrat, weil bla bla bla. Die Neuronendichte in Einsteins präfrontalem Cortex ist nämlich so und so. Die ist mit der Gliazelle connected. Ding. Ja. Ich kann natürlich alles nicht sagen, weil Thomas Harvey hat keine Ahnung von Gehirnen. Und wahrscheinlich hat er es auch deswegen gemacht, weil es halt Leute gab, die genauso mit so einem Trittbrettfahrer-Move eben berühmt geworden sind. Unter anderem eben Oskar Vogt zum Beispiel. Der hat Studien über Lenins Gehirn gemacht. Das ist auch ganz interessant, ja. Der hat von Mitte 1925 bis 1927 in 30.000 kleinen Schnitten das Gehirn von Lenin seziert und untersucht. Ist damit auch so ein bisschen berühmt geworden, ja. Und klar, umstrittene Erkenntnisse hat er daraus gewonnen. Aber dieser Oskar Vogt ist halt irgendwie ein Typ geworden, der in Geschichtsbüchern gelandet ist. Und da dachte Harvey wahrscheinlich, so mach ich das auch. Also das, was du meintest mit von wegen Personenkult. Von wegen der Genie sein, der das Genie erklärt. Ja. Das ist eindeutig die Motivation von diesem Typen hier. Was für ein Trottel. Was ist aus dem eigentlich geworden, nachdem er immer gesagt hat, ja, nächstes Jahr ist es soweit. Ich brauche noch ein bisschen in meiner Küche. Es ist tatsächlich so ein leichter Absturz, der jetzt folgt. Harvey wird im Alter immer kauziger, heißt es. Er verliert irgendwann seine medizinische Lizenz. Er zieht noch ein paar Mal um. Er arbeitet dann irgendwann bei einer Plastikfirma. Er hat das Gehirn aber immer noch. Und irgendwann denkt er sich so, ich gebe auf. Ich gebe es zurück. 1997 fährt er zu Evelyn Einstein. Das ist die Enkelin von Albert Einstein. Auf dem Rücksitz hat er das Gehirn in einer Tupperdose. Ja, weil er denkt halt, wenn er es im Glas hat, dann fällt das vom Rücksitz runter und zerschellt. Deswegen hat er es ordentlich weggetuppert. Wie alt ist der Mann da, 1997? Müsste doch dann 84 Jahre alt sein, oder? Der war 55, 42. Ja, dann ist er 84. Ein richtig alter Mann. Er ist sehr alt. Richtig alter Mann. Es ist auch lustig, der wird nämlich von einem Journalisten begleitet und er beschreibt ihn so als super weird, exzentrisch. Er lacht immer an den falschen Stellen. So wie ich. Ja, aber es ist sein letzter Move, dass er das Gehirn zurückgibt. Und zwar nicht an die Enkelin, weil die sagt, ich will es eigentlich gar nicht. Gib's doch bitte ans Princeton Hospital. Es landet also da, wo er es geklaut hat. 1998 wird es zurück in die Pathologie gegeben. Zurück ins Princeton Hospital nach mehr als 40 Jahren. Und dann wiederum, knapp 10 Jahre später, am 5. April 2007, stirbt Thomas Harvey. Das war die unfassbare Geschichte vom Diebstahl von Albert Einsteins Gehirn. Darwin gefällt das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Folgt uns auf Instagram oder auf TikTok, @darwingefällt das mit AE. Und da könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne Nachrichten schreiben, gerne auch Vorschläge für neue Folgen. Diese Folge wurde recherchiert von Lisa Sophie Scheurell, Sounddesign und Mischung Hammer und Amboss.
produziert von Elisabeth Fee. Danke auch an unseren Experten, Steven Levy. Der 7-1-Audio Podcast-Tipp. So, ganz kurz, stopp, bevor ihr abschaltet. Hallo, Grüße, hier sind wir nochmal. Wir sind Niklas und David. Und wenn euch diese Podcast-Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, gut gefallen hat, dann können wir euch nur sehr empfehlen, kommt mal rüber zu uns. Hört mal bei uns rein. Vielleicht ist das ja was für euch. Es ist eine Einladung. Ja, absolut. Also wir öffnen die Tür. Und ihr müsst nur noch reinkommen. Genau, kommt rein. Also vielleicht habt ihr jetzt noch was vor, vielleicht habt ihr noch eine Autofahrt vor euch, vielleicht wollt ihr jetzt gerade noch mal zu Hause ein bisschen sauber machen, aufräumen oder Freund, Freundin besuchen oder Oma und Opa, dann hört doch einfach mal eine Folge. Wir sind quasi die 5 Euro, die ihr irgendwann mal in den Hosentasche gesteckt habt und dann die Hose gewaschen habt und dann aus dem Schrank wieder rausnehmt und sagt, oh, hier sind 5 Euro. Das sind wir. Wir sind quasi ein Geschenk für euch. Und ihr wusstet aber noch nichts davon. Ja, ihr könntet wahrscheinlich gleich reicher sein, wenn ihr uns hört. Ah, gedanklich. Also mental Bereicherung im Mindset. Falls ihr Mindset-Defizite aufweist. Komm we vorbei. Got you covered. Wir gleichen das aus. Also bis gleich. Dudes, der Podcast. Überall und auf allen Podcast-Plattformen.